Hallihallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure eigene abgedrehte Tastatur basteln könnt. Jeder von euch benutzt wahrscheinlich eine Tastatur. Vielleicht zum Online-Surfen oder auch für die Hausarbeit. Tastatur ist das wichtigste Eingabemittel eines Computers und es gibt sie nahezu in allen Bauformen und Bauarten, aber letztendlich sehen sie alle aus wie diese hier gerade im Video gezeigt. Also sind wir auf die Idee gekommen, einfach unsere eigene Tastatur zu machen. Und diese Tastatur ist dabei rausgekommen und wir dachten uns dabei, wenn wir eine Tastatur machen, dann sollte sie möglichst abgedreht sein. Und ergonomisch. Was für Materialien braucht ihr für die Tastatur? Erstmal braucht ihr das Gehäuse. Das könnt ihr euch 3D drucken oder auch Laser, was auch immer. Dann ein USB-Kabel, ein Audiokabel, einen Arduino-Mikro oder Nachbau davon, eine Audiobuchse, mehrere Dioden. Dann braucht ihr noch Kabel, um das alles zu verlöten. Und zuletzt benötigt ihr noch die Tastatur, Tasten, auch Switches genannt. Die könnt ihr eigentlich überall im Internet zu kaufen finden. Die SDL-Datei sowie den ganzen Bauplan haben wir von dieser GitHub-Seite. Wir haben sie unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das Gehäuse haben wir sogar in Mirror-Mode gedruckt und es ging erstaunlich gut. Also das Endresultat kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Was ihr beachten müsst, wenn ihr so ein außergewöhnliches Gehäuse habt, dass ihr besonders viel Support habt und das eine Weile dauert, damit ihr das entfernen könnt. Nehmt dafür so eine Zange oder auch eine Pinzette, was halt am besten geht, und entfernt das vorsichtig und passt auf, dass ihr euch nicht verletzt. Am Ende müsst ihr noch die Öffnungen ein bisschen sauber feilen, damit die Switches ordentlich reinpassen. Am Ende könnt ihr auch noch das ganze Gehäuse ein bisschen abschleifen. Das haben wir nicht gemacht, da die Layers ganz fein waren und nicht grob. Und das hat so auch einen gewissen Stil, wenn das so kantig ist. Im nächsten Schritt müsst ihr die Tastaturswitches in das Gehäuse einsetzen. Das kann ein bisschen fringelig sein, sollten diese Schalter ziemlich schwer reingehen, feilt am besten nochmal nach. Passt auch auf, dass ihr dabei nicht die unteren Kontakte verbiegt, das ist mir ein paar Mal passiert. Das ist nicht sonderlich schlimm, aber kann natürlich dazu führen, dass der Switch dann kaputt geht. Das kann eine Weile dauern, deshalb spule ich jetzt auch mal hier vor, damit ihr das nicht ansehen müsst, sondern in schneller Geschwindigkeit. So sah das am Ende aus. Und auch zu beachten ist, dass ihr die Switches halt richtig einsetzt, also nicht kreuz und quer. Und das gleiche habe ich dann auch noch für die andere Seite getan. Da war der Ablauf halt gleich 0 halt gespiegelt. Als Keycaps habe ich hier welche genommen, die ich noch hatte, von einer anderen Tastatur. Ihr könnt die aber auch 3D drucken. Am besten halt mit dem SAA-Verfahren, weil da sind die besonders glatt. Im nächsten Schritt kommt die schwierigste Aufgabe in dem ganzen Projekt. Und zwar die ganzen Switches miteinander zu verlöten. Denn ihr müsst halt diese Dioden erstmal ranlöten. Und dann die anderen Kontakte miteinander verbinden. Und das in einer besonderen Reihenfolge. Wenn ihr das gleiche Modell nehmen solltet wie wir, findet ihr die ganzen Baupläne und die ganzen Schaltpläne auf der GitHub-Seite. Und da ist das auch ziemlich übersichtlich erklärt. Und sonst findet ihr das halt bei eurem jeweiligen Modell, was ihr im Internet findet. Aber sonst ist der Aufbau immer gleich. Ihr habt halt diese verschiedenen Reihen und die werden halt miteinander verbunden. Und wenn ihr halt eine Taste drückt, entsteht halt in dieses Gitter eine bestimmte Schaltung, sag ich mal. Und so kann halt der Arduino dann wissen, welche Taste gedrückt wird und leitet das dann an den Computer weiter. Solltet ihr einen isolierten Kupferdraht haben, würde ich euch empfehlen, den für die anderen Kontakte zu nehmen, damit es keine Kurzschlüsse gibt. Ihr könnt aber auch ganz normalen Draht nehmen und dann müsst ihr halt aufpassen, dass es keine Kontakte zwischen den einzelnen Dioden gibt und den anderen Reihen. Die Reihen verbindet ihr dann mit Kabeln. Ich habe da jetzt diese Steckkabel genommen und habe die halt an den entsprechenden Stellen angelötet. Das waren jetzt insgesamt 5 Reihen und 5 Zeilen, sage ich mal. Also ihr habt ja auch X, also eine X- und Y-Achse.
wo das halt angeordnet ist. Danach müsst ihr noch die Audiobuchse verlöten. Die Audiobuchse verbindet den einen Arduino mit den anderen. Also ihr braucht pro Tastaturhälfte jeweils einen Arduino, aber nur ein USB-Kabel, das ist der Vorteil daraus. Es ist nicht wichtig, wie ihr die Kabel genau verbindet, es ist nur wichtig, dass ihr bei jedem Tastaturteil bzw. Tastaturhälfte die gleiche Polarität und Ausrichtung bei der Audiobuchse nimmt, damit die Spannung übertragen werden kann. Dann müsst ihr die ganzen Kabel noch mit dem Arduino verbinden, das ist eigentlich ganz einfach. Am besten, ihr nehmt da so ein kleines Board, ihr habt das jetzt direkt verlötet und dann habe ich das alles unten reingestopft. Und um das so zu machen, ihr könnt es halt einfach offen lassen unten, könnt ihr halt auch eine Acrylplatte nehmen oder eine Holzplatte oder ihr klebt es halt einfach so zu. Das gleiche müsst ihr dann auch noch für die andere Hälfte machen. Dort macht ihr schließlich auch nur das gleiche, mit dem Unterschied, dass alles halt andersrum ist, also gespiegelt. Das Coole an dieser Tastatur ist halt, dass ihr durch diese zwei Hälften, die wie ihr wollt, halt anordnen könnt. Und jeder hat ja seine eigene Körperhaltung und dadurch soll man halt verschiedene Krankheiten, wie zum Beispiel Skarpathymie-Syndrom, vorbeugen können. Ihr könnt auch theoretisch euer eigenes Gehäuse entwickeln, womit ihr eure Tastatur für euren jeweiligen Anwendungszweck optimieren könnt, wie zum Beispiel so eine Tastatur, die ihr mit komplett einer Hand betätigen könnt und das wie so eine Kugel ist oder was auch immer. Also eure Kreativität ist da keine Grenzen gesetzt. Als Tipp-Erfahrung kann ich sagen, dass es am Anfang ziemlich ungewohnt ist, darauf zu schreiben. Also ich habe darauf langsamer getippt als auf einer normalen Tastatur, aber es hat sich tatsächlich besser und leichter angefühlt, da die Tasten, also die Tasten, die man häufig verwendet, ziemlich nah an den Fingern sind und es dadurch ziemlich angenehm und es sich total natürlich anfühlt. Wenn man darauf eine Weile getippt hat, fühlt sich so eine normale Tastatur an, wie als wäre es was komplett anderes, also total unnatürlich. So, ich hoffe, das Video hat euch ein wenig inspiriert und ihr könnt uns ja gerne eure Tastaturkreation bei Instagram schicken oder bei Facebook, wo auch immer. Solltet ihr Fragen haben, schreibt sie einfach in die Kommentare. Das mit den Tastaturen, der Verkabelung kann ganz schön kompliziert sein. Vielleicht kann man da sich ja gegenseitig helfen. Oder ihr findet noch andere Seiten im Internet. Dort gibt es halt ganz viele. Auch bei GitHub gibt es eine ganze Auflistung von DIY-Tastaturen. Und wenn ihr auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen wollt, dann könnt ihr auch eure eigene Platine dafür holen. Und dann könnt ihr euch auch dieses aufwendige Löten ersparen. Wenn ihr jetzt meint, ich will nicht so viel löten oder ich kann das nicht, ich fühle mich dabei nicht sicher, dann seid ihr damit auf der sicheren Seite. Genau. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.